wir spielen Roblox Eisbruch. Und das bedeutet, oh, man darf die ganze Zeit nur hier auf diesen Sachen draufstehen, Freunde. Eieieiei. Und das Ding ist, pass auf, die brechen natürlich jedes Mal. Und wir müssen probieren, als Längster zu überleben. Es gibt, glaube ich, 3 Etagen oder so. Und wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall gegen die anderen... Oh nein, da kommt jemand zu mir, ne? Der kommt zu mir. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir. Nicht mit mir. So, hier. Okay, ein bisschen weiter rumspringen. So. Okay. Okay, ganz, ganz vorsichtig, Freunde. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen, Freunde. Und auf jeden Fall auch noch die Glocke zu drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen weiter springen. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Hier sind noch ein paar am Start. Wir können auf jeden Fall hier probieren, noch jeden einzelnen Block auszunutzen. Oh Gott, nein. Das wird auf jeden Fall jetzt gleich ein bisschen eng für mich, ne? So, hier. Gut, unter mir geht es auf jeden Fall gleich auch noch ein paar Orte. So, pass auf, wir machen den hier, springen ein bisschen hier jetzt rum. So, unter mir ist sogar direkt jemand. Ey, das wäre nicht so cool, wenn der mich gleich holt. So, hier, zack, zack. Okay, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Nein, okay, muss ich hier weitermachen. Eieieiei. Okay, wir müssen auf jeden Fall echt probieren, die ganze Zeit hier drauf zu bleiben, Freunde. Damit wir auf jeden Fall nicht jetzt irgendwie runterfallen und das ganze Ding jetzt hier verlieren. Weil wenn wir das verlieren, dann bin ich traurig, Leute. Dann bin ich wirklich traurig. Weil ich wollte schon immer mal sowas hier gewinnen. Aber muss natürlich aufpassen, sind wir... Okay, einer ist auf jeden Fall noch hier vorne. Der rennt hier anscheinend die ganze Zeit ein bisschen rum. Das soll er ruhig machen, Freunde. Das soll er ruhig machen. Hier, okay. Suchen wir immer hier ganz, ganz gute Orte, wo wir uns hier ein bisschen mal aufhalten können. So, zack. Hier, ist eigentlich ganz leicht, ne? Wir müssen eigentlich nur die ganze Zeit so draufbleiben. Und schon gewinnen wir das Ding hier ganz, ganz leicht, Freunde. So, hier, zack, ein bisschen rumspringen. So, haben wir noch irgendwen anders jetzt hier auf unserer Etage? Irgendwie über uns? Nee, ne? Okay, über uns ist schon mal keiner. Wir müssen einfach probieren, jetzt hier weiter zu überleben. So, hier, zack, bisschen rumspringen. Ich muss sagen, ich mache das bis jetzt echt souverän. Also keine Fehler. Und Fehler sind hier auf jeden Fall sehr, sehr fatal, Freunde. Wenn wir jetzt hier... Hey, ich habe gewonnen. Guck mal, da tanze ich in groß. Ja, könnt ihr was sehen, Leute? So schnell können wir auf jeden Fall das Ding hier gewinnen. Ich bin natürlich jetzt gerade noch Level 1. Das ist natürlich noch sehr, sehr wenig. In 10 Sekunden geht schon die nächste Runde los. Wir können auch hier ganz kurz mal ein Geschenk öffnen. Und zwar haben wir jetzt hier anscheinend so einen Mini-Roboter oder so. Okay, pass auf. Die kosten, glaube ich, 20 Robux. Ich würde sagen, die kaufen wir mal ganz kurz. Und jetzt haben wir hier anscheinend so einen kleinen Mini-Roboter. Und Leute, es geht, glaube ich, schon direkt gleich wieder los. Wir können auch so Haustiere und sowas holen. Und, okay, pass auf. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal eine andere Taktik. Und zwar probiere ich jetzt einfach hier die ganze Zeit rumzulaufen. Also diesmal gar nicht zu springen. Und, oh doch, ich glaube, ich muss ab und zu trotzdem springen. Also hier erstmal alles außen machen, so, und dann einfach probieren, die Leute so von außen zu holen. Deswegen hier kurz, den nehmen wir mit, Leute, so, und er wird locker runterfallen. Okay, pass auf, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen weiterlaufen und immer vorsichtig sein. So, hier, der darf auf jeden Fall nicht kommen. Und dann müssen wir hier noch kurz, ganz kurz außen rumlaufen. So, hier, zack, 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 zack. Okay, dann können wir noch hier ganz kurz weiterlaufen. Ich glaube, unter mir ist keiner, ne? Oh Gott. Oh Gott, nein, wo habe ich jetzt hier reingeraten, Leute? Ich habe jetzt irgendwo ganz blöd reingeraten. Okay, pass auf, es ist aber noch alles ganz entspannt. Wir können auf jeden Fall noch ganz kurz die Waben hier mitnehmen. Ich muss sagen, die neue Taktik gefällt mir... Ah, nee, ich muss sagen, die ist zu heftig, Leute. Ich muss sagen, die neue Taktik, die ist zu heftig. Wenn wir jetzt hier wirklich die ganze Zeit... Oh, ich glaube, ich muss hier rüberspringen, ne? Ich glaube, ich muss hier so rüberspringen. Sonst würden wir quasi, glaube ich, zu schnell wieder runterfallen. Ich glaube, ich bin jetzt wieder als einziger am höchsten. So, hier immer ganz vorsichtig, Leute. So, ich muss jetzt hier den nächsten Zugtrick überlegen. Hey, hier verschwinden auf einmal welche auf einmal, ne? Ich glaube, hier ist jemand unsichtbar. So, ich muss auf jeden Fall aufpassen. So, ja. Okay. So, das heißt, die können wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz entspannt mitnehmen. Das alles kein Problem. Und, oh Gott. Was war das gerade für eine Explosion, Leute? Ist hier noch irgendwer über mir? Ich weiß gerade nicht, Leute. Kann sein, dass hier noch vielleicht irgendwer über mir ist. So, hier die ganzen Teile mitnehmen. Nein. Das Problem ist, wir müssen jetzt, glaube ich, gleich runterspringen, ne? Ich glaube, okay, wir müssen gucken, dass wir irgendwie... Okay, wenigstens auf so ein blaues kommen. So, auf so ein türkises. So, hier haben wir auf jeden Fall auch geschafft. So, können wir auf jeden Fall hier zack, zack und zack. So, bisschen mitnehmen hier. Und... Ah! Wir haben schon wieder gewonnen, Freunde. Wie cool ist das denn? Warte mal ganz kurz. Ich möchte jetzt auch kurz mal gucken, dass ich mir jetzt auch... Kann ich mir auch Pets holen? Genau, das ist jetzt hier... Genau, das ist unser Mini-Roboter. Den wir jetzt quasi eben bekommen. Und ich glaube, mit diesem Mini-Roboter können wir uns auch noch mehr Dinge holen. Guck mal hier, wir haben jetzt 20 Coins. Als nächstes können wir uns dann, glaube ich, hier... Gut, Geschwindigkeit... Man kann sich auch Coins kaufen. Das ist die Frage. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal ein anderes Level hier mit so Eisschalen, Freunde. Und die, da darf man, glaube ich, dreimal rauf oder so. Und oh Gott,
passiert denn jetzt hier, Leute? Was passiert denn jetzt hier? Ich glaube, wenn man da dreimal drauf springt, dann fällt. Dann brechen die, glaube ich. Guck mal hier, seht ihr? Pass auf, zack, 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 zack. Oder es brechen. Ah, nee. Es brechen, glaube ich, einfach so welche. Guck mal, jetzt hier die hier und. Oh, ist da jemand runtergefallen? Ich glaube nicht. So, ist bei mir irgendwas. Oh, ah, ah, ah. Okay. Ich bin auf jeden Fall noch schnell runtergesprungen. Boah, die anderen sind auch alle Level 1, ne? Oh, da sind schon zwei runtergefallen. So, wo bin ich noch in. Ah, ich bin noch nicht in. Oh Gott, ey, die fallen ja immer schneller. Die werden ja immer schneller kaputt, Leute. So, jetzt komm bitte. Ja, oh Gott, das war richtig knapp. Okay. Das war richtig knapp, Leute. Muss ich aufpassen. Nein, 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 nein. Ey, das ist doch unfair. Ey, wie soll ich denn da bitte schön überleben, Leute? Das kann nicht angehen. So, hier ist noch ein Gruppenreward. Da vorne ist noch ein Daily Reward. Das Ding ist, da müssen wir auf jeden Fall einmal ganz kurz hingehen. Hier oben kann man anscheinend auch noch irgendwie zu den Kanonen hin. Oh, da kann man sich auch hinschießen lassen, glaube ich, ne? Komm, warte mal. Ich lasse mich mal ganz kurz hier oben hinschießen. Kann ich jetzt hier, genau, dass wir noch zum Match. Okay, wir können uns da noch hinzufügen lassen. So, Kanone, Leute, und. Piu, 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 piu. Wow! Ey, nee. Ich bin genau dazwischen gefallen. Kann ich hier noch raus? Hilfe! Hilfe! Nochmal so ein anderer Modus. Ich glaube, hier darf jedes Ding, ja, jedes Ding darf dreimal berührt werden. Und dann gehen die einfach kaputt. Das heißt, ich kann auch theoretisch hier so rüberlaufen. Einfach. Ha, 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 ha. Machen wir mal ein paar Teile hier kaputt, Leute. So, hier. Zack, so, alles ganz entspannt. Hoho, die gehen gerade schon hinter mir einfach so kaputt. So, hier, zack. Hier, so, machen wir mal ein paar Teile hier kaputt, Leute. So, hier, zack, 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 zack. Hier ein bisschen rüberlaufen, so. Und dann machen wir die hinter mir. Ah, na, ach nö. Weil ich da was holen wollte, Freunde. Okay, pass auf. Ich laufe nochmal ganz kurz hier oben hin zu den Kanonen. Und lass mich mal zu dem Daily Reward hinfeuern, wenn ich das noch in der Zeit schaffe. Mal gucken, was jetzt gleich noch hier für ein Spiel kommt. Komm, wir laufen mal ganz kurz hier. Komm, bitte, bitte, lass mich das schaffen, bitte rein und. Nein. Oh, aber wieder ein neues Spiel. Mal gucken, was ist das jetzt hier? Man kann jetzt, glaube ich. Hä? Oh, aber wenn ich aber stehen bleibe. Oh doch, wenn ich stehen bleibe, gehen die auch kaputt. Guck mal, dann mache ich ganz kurz so. Okay, alles ganz entspannt. Kann ich die ganze Zeit mal. Guck mal, ich kann einfach die ganze Zeit so drauf stehen bleiben. Und habe so noch mal einen kleinen Mini-Roboter hinter mir. So, hier ein bisschen. Zack, zack, zack. Okay, dann darf die anscheinend so dreimal berühren. Und dann gehen die, glaube ich, kaputt, ne? Lass mich mal ganz kurz mal ausprobieren. Zack. Ja, dann gehen die kaputt, Leute. So, deswegen müssen wir auf jeden Fall mal aufpassen. So, hier. Zack, 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 zack. Ho, hu. So, hier können wir noch ganz entspannt drauf stehen bleiben, ne? So, hier, nicht mit Mia Kohle. Ach, Mann, weil ich ihn austricksen wollte. Leute, weil ich ihn austricksen wollte. Komm, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hin und lass uns mal ganz kurz hier zum Daily Reward hinfeuern. Weil ich möchte jetzt mal wissen, was wir quasi in dem Daily Reward bekommen, dass sich das lohnt, da ganz hinzugehen. Ich meine, man muss sich ja da ganz hinfeuern. Also hier. Nicht wieder dazwischen, nicht wieder da. Es war so klar, ne? Es war so klar. Aber kein Problem, ich bin geübter Angler und kann mal ganz schnell aus dem Wasser auch wieder rausspringen. Wir können uns hier den Daily Reward mal ganz kurz mitnehmen und da kriegt man 100 Münzen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich mir schon was im Job kaufen. Das nächste kostet 150, 300. Gut, das sind alles noch so Sachen, die ich mit Robux kaufen kann. Ich glaube, in meinem Rucksack habe ich nochmal hier so ein Daumen-Emoji oder das Kaltes. Und ich kann natürlich, gut, Blackline. Das heißt, wenn ich jetzt laufe, habe ich hinter mir so eine schwarze Linie. Ha, okay. Das ist ja schon mega cool, ne? Kann ich mir noch irgendwas hier im Geschenk holen? Das ist jetzt nur der Mini-Roboter. Okay, aber ich kann, glaube ich, noch irgendwie, hier, Daumen nach oben, ja? Lass einen Daumen nach oben, Leute. Lass auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Wir machen jetzt hier nochmal ganz kurz eine richtig, richtig coole Runde. Auf den großen Eisschollen. So, pass auf, wo ist mir jetzt hier? Nee, 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 nee. Okay, pass auf. Diesmal werde ich Glück haben. Ich glaube, es ist am schlauesten, wenn man hier ungefähr so steht, ne? Weil ich glaube, hier, da hat man, glaube ich, noch die Möglichkeit, auf 6 Stück hinzuweichen ganz schnell. Seht ihr das? Guck mal hier. Die können ruhig kaputt gehen, kein Problem. Ich habe es aber ganz schnell neben mir so 6 Stück. Die halt, ach, guck mal hier, bei mir kommt noch gar nichts. Haha, bei mir kommt noch, guck mal, ich habe ja so ein cooles Ding hinter mir. Hi, oh, aufpassen, okay, jetzt muss man schon aufpassen, Leute. Jetzt muss man schon echt aufpassen. So, jetzt hier aber wieder rauf, so. Hey, hey, oh Gott. Okay, es ist vielleicht doch nicht so sicher, Leute. Aber ich gehe jetzt nochmal hin, als ob das nochmal kaputt geht, ne? Aha, ich wusste, es geht nämlich nicht nochmal kaputt. Ich glaube, die beiden sind jetzt hier sicher. Das ist, glaube ich, mein Ding. Die sind hier, glaube ich, sicher. Oh. Aha, wenigstens der, wenigstens der. Vielleicht gewinnen wir ja auch die Runde, das wäre cool. Ich möchte doch gerne mal Level 2 werden, so hier. Einer da vorne ist draufgegangen, habe ich genau gesehen. Oh, jetzt ist, glaube ich, kritisch, ne? Ah, ja, oh! 1 gegen 1 gegen den X-Master, Freunde. Ha, ha, ja, okay. X-Master, ich sehe dich.
ich werde dich besiegen. Sei dir mal ganz sicher. Er hat gerade noch einen Sprung gemacht, Freunde. Er hat gerade noch einen Sprung gemacht. Eigentlich muss ich doch nur mit ihm hier raufgehen. Okay. So, X-Master, ne? Wer hat die besseren Reflexe, ha? Wer hat die besseren Reflexe? Ja, ich habe nämlich die besseren Reflexe. Ich habe gewonnen, Freunde. Ja. Leute, wir sind ein ganz, ganz kleiner Würfel und wir waren auch schon mal ein ganz, ganz kleiner Ball und sind ganz groß geworden. Und heute müssen wir die komplette Welt erobern als Würfel. Und mit dabei ist heute auch Mökan. Was geht ab? Ich werde dich aufessen. Niemals, ey. Niemals. Und ich guck gerade, bist du hier irgendwo zu fassen? Ich bin in einem... Ich sneak mich gerade in die Mitte, ne? Ich bin auch gerade... Hier sind echt welche. Guck mal, einer hat 400.000 Größe. Und genau das, Mökan, muss ich heute bieten oder du halt. Also auf jeden Fall, dass wir besser werden und größer sind als der. Ich werde verfolgt, Leon. Ehrlich? Oh, ja. Nein. Ey, nein, nicht gut, ey. Ich werde von allen gerade gejagt. Als ob. Ja. Mökan, guck mal. Ich bin gerade schon jetzt richtig groß, weil du kannst Geschenke annehmen. Wo bist du? Ich bin ganz am Rand außen, ganz am Rand. Ich habe einen gegessen. Und man kann sich... Oh. Als ob. Ich bin Brooks hier. Hä? Hallo. Okay, ich kann... Wir können fünf... Ah, da bist du. Ah, sehr gut. Ey, wir können in 5 Minuten einfach am Rad drehen. Und wir kriegen plus 25 Größe auch in 4 Minuten, steht bei mir unten rechts. Alter. Ja, stimmt. Okay, also ich habe jetzt gerade schon 40.000 Münzen eingesammelt. Ey, nicht mich aufessen. Oh, nom 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 nom. Nicht. War Spaß. Ich gehe hier hinten lang. Das ist ein kleiner, dich essen will. Alter, ich habe 70.000 Münzen jetzt gerade. Na, was kann ich mal machen? Wir können mit den Münzen... Einen Skin holen, ne? Okay, warte mal. Was bin ich denn jetzt hier? Alter. Da, okay, ich bin... Ne, blau ist da langweilig. Dann bin ich lieber Noob. Leute, guck mal hier. Ich bin jetzt gerade einfach Noob. Da ist jemand. Nein. Hinter mir mit 50.000. Größe. Nein. Oh, oh. Ich seh's. Warte, lauf weg. Anrichtung. Soll auf mich gehen. Soll dich in Ruhe lassen. So, warte. Ich werd mir jetzt hier was kaufen. Was verkaufe ich mir jetzt? Oh Gott. Der Shop buggt. Oh nein. Der ist voll nah hinter mir. Ich seh's. Aber du bist schneller als er. Pass auf. Guck mal, was ich jetzt mache. Guck mal. Ja? Hä? Fehlgeschlagen? Nein. Kauf fehlgeschlagen? Wir haben ein ganz großes Problem. Nein, mich gegessen. Wir haben ein ganz großes Problem. Mal zwei Geschwindigkeit kaufen. Ja. Oh mein Gott, ich kann weg. Ich bin mal zwei Geschwindigkeit. Alter. Okay, anscheinend konnte ich mir die Größe leider nicht kaufen, aber ich glaube, ich kann mir mal zwei Größe kaufen, ne? Dass ich doppelt so schnell groß werde. Ja. Oh. Ah nee, ich habe mich einfach nur mal zwei jetzt gerade groß gekauft. Ach nein. Ist gar nicht mein Multiplizierer. 600 Robux verschwendet. Ich bin gerade nur 20.000 größer geworden. Und wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin ja gerade am Rand. Ich sammle jetzt gerade ganz, ganz, ganz viele Blöcke ein. Ich sehe dich auch nicht. Wo bist denn du? Ich wurde gerade gegessen, weil ich dich retten wollte, ne? Ehrlich? Oh nein, ey. Ich räch dich. Keine Sorge. Guck mal hier. Ich habe noch einen gegessen jetzt gerade. Und du hast jetzt mal zwei? Bedeutet, du kriegst alles mal zwei? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur mal zwei Größe gerade mir geholt. Ich glaube, ich habe einfach nur gerade... Oh, du bist schon 73k. Das bin ich. Du bist der kleine 4000er. Geh weg von dem. Oh mein Gott, das war fies. 100.000 Größe habe ich jetzt schon. Ich hole den einen jetzt gleich, den 600.000er. Yo. Der wird gar keine Chance haben. Das ist ein 198.000er. Guck mal hier, ich mache auch, hier, ich bin ein Apfel. Siehst du mein Skin? Ich bin einfach ein Apfel. Ich seh's. Mich kriegt keiner. Und guck mal, ich steige in der Karriereleiter, Leute. Guck mal, rechts hat man ja auch eine Größenanzeige. Ich könnte gleich einen anderen Typen essen, der 100... Oh mein Gott, einer hat 200.000. Hä, der 600.000er ist weg. Oh, der Typ ist weg. Tatsache. Was? Okay, wir können Geschenk abholen wieder. Und auch Geschenk, ja. Und wir können auch in 2 Minuten können wir gleich dingsen. Oh, das ist stark. Können wir gleich am Rad drehen. Was ist der innere Bereich? Was ist das? Ich weiß nicht, ob es da zum Beispiel mal 2 gibt. Das könnte auch gut sein, ne? Ich geh mal rein hier. Mal gucken, ob da irgendwas... Ne, ich weiß nicht. Also ich bin hier auf jeden Fall... Leon, du musst mich essen. Da bist du größer wie die. Alter, der eine hat ein bisschen mehr als ich nur, ne? Ein bisschen mehr. Will er mich essen, oder was? Iss mich. Nein. Du musst auch groß werden, falls ich drauf gehe. Ja, wenn eine Person von uns groß wird, er will mich essen. Hey, geh weg. Ich bin noch nicht groß genug. Wenn eine Person von uns groß wird, dann ist das doch gut. Leon, du musst mich essen, der verfolgt mich. Hey, nein, Mökan, du musst weg da jetzt. Komm nicht weg. Selbst wenn ich dich esse, bin ich nicht groß genug. Du musst dich beeilen. Okay, warte, ich hab ein Geschenk. Ich bin 10.000 größer nochmal. Mökan, nein.
Der darf. Schnell, du musst mich essen. Warte, ich schnapp nicht dich. Du musst mich essen. Ich hab dich gleich. Oh nein. Er wechselt. Jetzt ziehen wir kann. Nein, er hat dich gegessen. Oh mein Gott, da hast du aber selber Schuld. Hey, hä? Hast du dich reportiert? Nein, ich hatte mal einen so einen Use, dass man wieder so herkommen kann. Alter, was? Okay, jetzt musst du... Also, Video. Werd groß, werd ganz groß jetzt. Ich bin 40 Sekunden. Oh mein Gott. Oh, warte, jetzt schnappe ich mir den einen. Den 200.000er Mirkan. Oh, guck dir den an. Guck dir den an. Und dann musst du den Regenbogen holen. Jetzt musst du den Regenbogen holen, um mich zu rächen, Leon. Ich weiß. Ich sammle jetzt hier ganz viele Dings ein. Ganz viele Würfel. Und dann wirst du sehen, dass der Typ gar keine Chance hat. Ich will so groß werden, dass ich alles auf einmal hier esse. Boah, was? Das wird, glaube ich, voll krass. Ich esse gerade ganz viele kleine Leute. Ich mache gerade alles sauber, ne? Das kannst du dir vorstellen. Alles wird hier sauber gemacht. Guck mal hier. Alter, guck mal, hier sind die besten Blöcke. Das stimmt trotzdem. Und Spin Wheel. Hier sind die besten Wirkern. Oh, ich habe heute Schlechtes bekommen, Leon. Was hast du bekommen? Er will mich wieder essen. Wenn er nicht isst, komme ich. Okay, warte, ich kann auch das Rad drehen. Ich kriege... Oh, 500. 500 Größe. Ist ja wirklich... Habe ich auch nur bekommen, ja. Ist ja wirklich richtig schlecht. Guck mal jetzt hier, warte. Ich schnappe mir jetzt leicht. Der hat keine Chance dann, ne? Ich sammle gerade noch hier die besten Blöcke ein. Und dann... Stell dir mal vor, du machst 1 Million. Alter. Boah, das wäre richtig krass. Ich will auch, guck mal, ich zeig dir, ich will auch kurz 1 Million haben, weil dann habe ich hier so einen richtig krassen neuen Skin. Ich habe auch fast 1 Million, jetzt befehlen noch 200.000. Kurz hier einsammeln, Leute, einmal im Kreis. Ja, ich bin nicht mehr mal 2 Geschwindigkeit, das ist weg. Oh, Tatsache. Ich bin auf einmal verlangsamt geworden. Hä? Oh. Das war nur für 5 Minuten. Ich weiß, ey, verdammte Axt. Ich habe gleich bei 1 Million habe ich einen neuen Skin. Alter, der Typ, der macht ganz schön, der macht mir Konkurrenz gerade, ne? Pass auf, jetzt gehe ich zu dem jetzt hin, warte. Der hat da keine Chance. Ich guck zu. Und... Warte, erst hat er mein Skin gewechselt. So. Guck dir mal das hier an. Wie cool du aussiehst. Ich bin der echte Regenbogen. Jetzt hat er keine Chance, Mirkan. Jetzt hat er keine Chance. Let's go. Damit hat er nicht gerechnet. Er haut ab, er will abhauen. Er hat mich zweimal schon gegessen, Leon. Alter, ich bin voll schnell. Wo ist er so schnell? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, er hat keine Chance. Dräng ihn in die Ecke. Oh, okay, warte. Oh mein Gott. Ich mache es spannend. Ich mache es sehr spannend, Leute. Der wird die Richtung wechseln. Ich will wissen, was passiert, wenn er in der Ecke ist, was er da macht, ob er in mich reinfährt. Guck mal. Oh mein Gott. Guck, was macht er? Hä? Er fährt in dich rein. Oh mein Gott, er fährt einfach in mich rein. Ich hab 1 Million $. Oh nein, oh. Das, alter Schwede. Und ich bin, Leute, wie ihr sehen könnt, ich bin der King von der Würfelwelt. Hey Mirkan, was baust du denn da? Oh, was ist denn das? Will mir den größten Schatz holen am Ende. Alter, ey, das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Das sieht groß aus, hä? Ey, lösch den hier, der ist alles zu viel. Warte mal, wir helfen mit. Wir können auch ein bisschen helfen. Komm, wir machen ein bisschen weiter hier das Ding. Alter, du ganz kleine Babyblöcke nur am Start, ne? Ich auch. Wir haben noch nicht so viel freigeschalten, glaube ich. Alter, guck dir das mal an hier. Ich habe nur so halbe Blöcke. Und jetzt gleich gehen wir auf die große Schatzsuche zu dritt. Wie sollen wir uns da drauf festhalten? Ich hab kaum noch Sachen, die ich hier benutzen kann. Habt ihr einen Sitz dabei? Ich hab einen Sitz. Ich setz mir mal einen hin hier. Ich hab auch einen Sitz für mich. So. Und ich mach einen Motor. Ich mach einen Motor da hinten hin. Nee, ich will dir mal meinen Sitz an, Alter. Ey, da muss schon Motor ran, Jungs, sonst wird nicht. Ich muss schon Motor ran. So, ich hab Motor ran gemacht. Okay, und jetzt können wir jetzt. Ich kann ihn sogar steuern. Okay, sind wir ready? Bereit? Let's go. Oh mein Gott, ich steuer. Oh nein. Okay. Oh nein. Wer hat denn einen Block da so schief hingepackt? Das kann doch nicht sein. Hey, was ist das denn? Oh mein Gott. Ja. Ey, das ist gar nicht gut. Warte, ich steuere ein bisschen. Das ist gar nicht gut, was macht ihr denn da? Hey. Du musst auf W drücken nach vorne. Oh. Ach so, oh mein Gott. Ey, oh mein Gott. Warte. Das ist ja unglaublich. Wow, jetzt geht's los. Deswegen sind wir umgekippt, glaube ich auch. Digga, einfach seit. Ich dreh uns wieder zurück. Okay. Pass auf, Jungs. Jetzt denkst du, wir schaffen das hier, über diese Steine rüberzukommen? Ich dreh uns zurück. Du sollst nicht jeden Stein treffen. Ich steig ab, es reicht nur mit Kraft. Ich bekomme hier nur Schaden, Digga. Ja, ich hätte auch mal einen Motor ranmachen können. Ja, also wirklich. Ich bin jetzt rausgeflogen. Hier, wart doch auf mich. Komm rein. So, wir haben uns jetzt mal ein bisschen mehr Gold geholt. Und damit können wir jetzt auf jeden Fall uns hier richtig coole Sachen holen. Oh mein Gott, was bekomme ich hier für eine Kiste? Alter, bekomme ich ja voll viel draus.
Ja, doch, Kiste die musst du doch holen für Materialien. Na klar, eine Kiste auch. Ja, darum geht's doch. Welche hast du dir geholt? Selten? Ja, die episch? Krasse für 15 Gold. Bro, 15? Wie geil, da kriege ich voll die krassen Blöcke raus. Ich guck mal, was kriege ich aus meiner Kiste. Oh. Jetzt kann ich schon voll viel placen. Yo! Aber es sind ja nur. Es sind nur einer davon, ne? Ja, ist immer nur so einer oder so. Hol dir eine seltene, lass ganz viel auch, drin. Jungs, ihr Alter. Könnt auch teurere Kisten aufmachen. Ich seh's ja, guck mal, ich mach. Oh, drin. 6 Stück. Oha, wir bauen jetzt auf jeden Fall das krasseste Boot aller ich Zeiten. Ich baue jetzt erstmal. Gebau du mach mal, ich hole mir jetzt nochmal eine epische Kiste hier für 100. Ja. Und. Boah, was? Wie viele Blöcke habe ich damit schon drin? Das sieht richtig cool aus. Okay, jetzt wirst du sehen, ja, was ich jetzt alles am Start habe. Es gibt auch unterschiedliche Stärken der Blöcke. Zum Beispiel Holz ist nicht so stark. Ich sehe es gerade. Ja. Deswegen, ich glaube, ich mache vorne. Was machst du da für kleine Blöcke hin? Ja, so ein bisschen so Stoßdämpfer-mäßig. Okay. Ich mache Stoßdämpfer und zwar Stein. Okay. Oh mein Gott, ich habe mehr Stein. Ganz viel fetten Stein hier hin machen. Warte, wir bauen jetzt nämlich das krasseste Boot, womit wir jetzt auf jeden Fall. Oh, warte mal. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt. Nochmal krass Stoßdämpfer. Guck mal hier. Oh Gott. Alter, was tust du denn? Metall oder so ist das. Richtig, richtig fett. Oh nein, ich habe davon keine mehr. Ich muss davon noch welche kaufen. Ich hab davon noch. Ja? Oh ja, Volker, mach da alles drumrum. Was ist das denn hier? Okay. Ich hab so einen Hebel hier. Was ich hol mal der? Noch so ein episches Ding. Komm schon. Ich hab auch nochmal 14 Stück. Hey, was ich alles hier bekommen habe jetzt gerade. Ich hab eine Waffe, so eine Kanone. Eine Kanone? Yo. Ich glaube, damit können wir, glaube ich, gleich unser Dings abschießen. Boah, Alter, guck das mal an jetzt hier. Hier, zack. Sieht richtig wild jetzt aus. Alter. Oh mein Gott, das wird gehen mit dem Hebel. Was? Yo. Hey. Okay, also. Einmal, oder was? Wir können hier sogar jetzt noch ein bisschen, das ganze Ding noch mal ein bisschen breiter machen sogar. Ja. So, zack. So, Jungs, hier, ganz wichtig, brauchen, Jungs, ganz kurz, Segel. Wir brauchen, ne, das ist Gewicht, glaube ich, nur unnötig. Ach so. Unnötig okay. Gewicht. Okay. Ja. Und auch Reling, ganz vorne, hier so ein bisschen drumherum. Jungs, das soll ich übertreiben? Nein, no, ich übertreibe noch nicht, ne? Noch nicht. So, nein, noch nicht übertreiben. Okay, Jungs, ich hol mir auch mal so einen coolen Stuhl, wie ihr habt. So, pass auf. Wollen wir mal gucken, wie weit wir jetzt so kommen? Ey, was habt ihr hier vorne hingebaut? Okay, lass gucken. Digga, er hat jetzt so eine Spitze gebaut. Einen kleinen Stoßdämpfer. Okay, Jungs, setzt euch hin. Setzt euch hin. Wie weit wir kommen. Ich lenke vor uns. Ich hab hier den Motor. Okay, ehrlich? Seid ihr ready? Los geht's. Oh Gott. Okay. Ihr müsst beide lenken. Warte, wir beide. Oh nach Gott. Links. Okay. Links. Ich denke auch. Okay. Jetzt nach rechts, wir sind. Let's go. Noch so. Ich schieß die Kanone, okay, Mann? Okay, mit dem Schalter hinten. Schieß die Kanone. Nee, ich kann noch hier. Oh mein Gott. Okay, let's manövrieren, go. Manövrieren. Manövrieren, Jungs. Manövrieren. Schieß links, das Ding. Links. Es dauert ein bisschen. Oh nein, nach hinten. Oh mein Gott. Oh, rechts. Ja. So. Ich gebe Gas hier. Drück auch mal W. Ich tue die ganze Zeit durch Jungs, weh. Jungs, wir gehen in die erste Ebene rein. Oh nein. Pass oh auf. Gott. Oh Gott. Wow. Direkt scheinen. Nein. Was machst du, Bro? Nein. Wie lenkst du? Okay, jetzt hier, komm. Okay, durch hier erstmal. Wir sind schon rechts. Wir sind schon an dem Blumental hier vorbei, ne? Jetzt kommt die Waffe, oder was? Oh mein Gott. Aua. Da links, abschießen den Typen. Was ist das für ein Ding? Er fliegt einfach. Warum kann er fliegen? Irgendwie. Oh. Jungs, wie lenkt ihr beide? Ich lenke jetzt gar nicht mehr. Okay, Leon, lenk du. Warum lenkt er jetzt nicht mehr? Nein, wir brauchen zwei. Okay. Ja, er macht einfach egoistisch hier irgendwas. Okay. Oh mein Gott. Jetzt geht's weiter, Leute. Wir müssen jetzt hier probieren, durch die Blumen durchzukommen. Rechts. Jungs, es wäre ein Schuhrücken auf uns geworfen. Ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade ganz vorsichtig. Komm jetzt hier links. Links. Oh mein Gott. Rechts! Oh mein Gott, nein! Schaff rechts, wie lenkst du denn, Mann? Ich lenke doch rechts! Ich lenke doch rechts, guck doch! Du Amateur! Nichts Amateur! Ich lenke genauso wie du! Achtung, durch das Eis durch! Also echt, mit dir ist ja wirklich, das ist ja kein Geschenk, ne? Wieso? Ist doch perfekt, Alter! Ich weiß nicht, was los ist bei dir, was hast du denn? Wir nehmen hier voll viel Sachen mit, Digga, wir könnten viel mehr Slalom fahren. Weg damit! Oh mein Gott! Nee, können wir nicht, weil du immer komisch lenkst. Guck mal, jetzt links. Nach links? Ich lenke gar nicht, was machst du denn? Ich lenke, ich hab nicht mal links gelenkt. Wie lenkst du? Du musst jetzt hier... Ja, ich muss den Bootsführerschein entziehen. Dir sollte man das entziehen. Du lenkst hier die ganze Zeit wie so ein Kamikaze. Digga, gar nicht! Links jetzt halten. So, rechts. Digga! Wir lenken beide nach rechts, ich seh's doch. Wir lenken beide nach rechts. Die Kanone ist weg! Tsunami! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Oh nee! Oh. Aussteigen, rüber, oben rauf! Oh mein Gott, das ist nicht passiert jetzt gerade. Oh mein Gott. Was? Wir haben verloren. Danke, Kaspar. Was für Kaspar, Bro? Was ist meine Schuld? Ey, ich hab zwei neue Kisten bekommen. Ich hab zwei neue Kisten bekommen. Okay, ich habe auch legendäre Kiste für 400 Gold. Wir müssen jetzt komplett nochmal neu bauen. Natürlich. Ja, normal bauen ist das krassere. Das ist ganz schlecht.
Was? Oh mein Gott, das war voll die gute Taktik. Unser Boot war noch voll komplett. Das war voll die gute Taktik. Wir müssen höher bauen, nicht nur eine Ebene. Wisst ihr, was ich meine? So nach oben mäßig. Wir sind nach oben. Guck mal. Boah, das ist schlau. Halt noch eine zweite Reihe so, weißt du, was ich meine? Das ist schlau. Und jetzt kann man das nämlich hier einmal. Nicht, dass wir nämlich hier nachher gedingst werden. Bauen wir gerade eine Pyramide? Wer hat denn in der Mitte gebaut? Das sieht richtig. Das ist nicht gut. Wir müssen uns ein Dach bauen. So nicht gut, das wäre krass. Das wäre krass. Meinst du nicht, dass krass ist? Er verschwendet hier gerade alle seine Steine. Die Frage ist, welche Blöcke sind befestigt und welche nicht, ne? Oh, verdammt. Also die meisten, die ich jetzt geplaced habe, sind befestigt. Ein paar vielleicht. Okay, das ist nicht so ganz symmetrisch, das Ding. Ich place alleine meinen Motor, okay? Ich mache nur ich alleine. Oder will ich mal nein, du hast es eben gerade, haben wir nur wegen dir verloren. Pass auf, ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt so. Zack, zack, zack. Und hier. So, zack, zack. Bevor zack, du das baust, zack. bau die Sitze hin, dann sehen wir sonst gleich nichts mehr. Pass auf, Jungs, ich mache jetzt ein cooles Dach für uns hier hin, dass es nicht nochmal passiert, dass wir umkippen und dann so einfach auf den Kopf landen. Ich habe eine krasse Idee für vorne, Jungs. Ich muss hier leider nochmal vorne ein bisschen erweitern. So, kleines Dach. Es muss eigentlich nur so krass sein, dass wir halt umkippen können und dann auf dem Dach weiter machen können. Hier vorne! Einen Block zeigen? Guck hin! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Was? Oh mein Gott, ist krass! Oh, okay, pass auf. Über diese beiden Blöcke, über die sprechen wir nicht, okay? Wieso, was ist mit den Blöcken? Die sind sehr krass. So. Die sind richtig krass. Ich mache hier mal so kleine Schalter ran für die Harpune. So, hier vorne auch nochmal. Okay, Jungs, hier kommen wir auf jeden Fall. Guckt ihr jetzt erstmal an, jetzt, wie ich das gerade mache, Alter. Wie so ein Profi. Alter. Meist genau das gleiche symmetrische Dach. Auf gar keinen Fall wird das jetzt normal passieren wie eben. Auf gar keinen Fall. Alter, was hast du da hingelegt? Was ist das denn? Sind das so Raketen oder was? Okay, ich habe leider kein. Okay, ich habe jetzt auch noch Jungs. Ich habe auch noch hier eine zweite Harpune. Oh mein Gott. Hier oben ist auch noch ein Sitz, ne? Falls ein anderer sitzt. Ey, ich sagte, das wird richtig krass sein. Alter, ich werd noch ein bisschen Bumper-Sachen bauen außen. Falls wir irgendwie, weißt du, wegen der Ergonomik. Ja, ich sehe schon. Mhm. Alter, Jungs, das wird das krasseste Ding aller Zeiten werden. Okay, warte, ich muss auch noch meinen Sitz platzieren. Aber ich habe nicht mehr so einen coolen Sitz, den ihr habt. Oh, doch, habe ich doch. Okay. Alter, das sieht schon richtig cool aus, ne? Wie so ein richtig krasses Boot. Oh mein Gott, die doppelte Kanone auf dem Dach. Alter, ich sagte, das Ding, ne? Wenn wir da drin drauf gehen, dann weiß ich auch nicht mehr, was hier passiert. Okay, wir haben auf jeden Fall das krasseste Boot gebaut. Oh mein Gott, von allen, okay. Okay, sitze. Dann lossegeln. Oh Gott. Warte, mit wem segel ich zusammen? Oh mein Gott. Ich hab einen Motor. Oh, Alter! Okay. Was war das? Hey, aufhören! Stopp! Aufhören, ich bin rausgeflogen! Stopp! Ja, Assis, Alter! Stopp! Was macht ihr? Okay, jetzt stopp! Geht hier zu mir, mich einsammeln, Jungs! Komm, hier drüben! Zurück zu Kasper, komm zurück zu Kasper! Zu mir bitte, Jungs! Zurück. Wir können nicht rückwärts! Wir können nicht mal lenken! So, ey, lass ja, Jungs, dann geht runter vom Boot, das ist unfair. Warte, ich mache so, dass wir lenken können. Stopp. Lenke jetzt! Wir können nicht, weil irgendwelche. Kasper, wir sind rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen von der Drehung. Nein, du bist rausgesprungen. Irgendeiner hat unter dem Boden gebaut. Guck mal, unter unserem Schiff. Hey, Bro. Ja, tolle Runde. Geiles Boot. Ja, zu mir. Dreh um. In meine Richtung anhalten. Alter. Komm. Oh mein Gott. Ja. Was macht ihr? Jetzt in meine Richtung. Ja. 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 Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh nein. Runtergeflogen. Nee, du bist runtergesprungen. Man ist nicht runtergeflogen. Ja, das stimmt. Man kann nicht runterfliegen. Du bist einfach gesprungen, das hat deine eigene Schuld. Er springt einfach, während das Boot sich dreht. Was machst du da, Mirkan? Oh nein! No. Nicht dein Ernst. No. Nicht dein Ernst, wir hängen fest. Oh nein, Kasper, wir kommen. Oh mein Gott! Du kannst auch rückwärts fahren. Ja, aber nur ein bisschen. Ganz bisschen. Oh mein Gott, das ist gar nicht gut. Kasper! Aber Kasper, dafür können wir auch nichts. Du hast einfach Space gedrückt. Ja, er springt einfach raus. Jetzt ist das ganze Schiff. Was? Kasper ist rausgegangen. Und deswegen ist alles despawned. Nein, nicht sein Ernst. Kasper! Das ist unglaublich, wie unkorrekt. Das war echt eine sehr, sehr witzige Bootstour, aber das nächste Spiel ist auf jeden Fall noch viel witziger. Ey, sag mal, du musst dich jetzt hinter einem Baum verstecken, Kasper. Ich wollte mich hier ein bisschen verstecken vor dir. Soll ich dir mal erzählen, was wir heute machen werden, Kasper? Erzähl mir mal, was wir heute machen werden. Und zwar, siehst du schon den Typen da, der hat so ein heftiges Boot gebaut und genau das machen wir heute auch.
Was? Wir bauen zusammen ein Boot? Wie ja, cool. Wir können natürlich auch beide ein Boot bauen und dann gucken, welches so, besser ist. Also wollen wir eine kleine Challenge draus machen? So ein wir machen eine kleine Challenge draus. Also wir haben jetzt hier Blöcke und so, die wir machen können, ja. Wir können hier, ja. Achso, wir können hier also ein Boot bauen. Also ich baue meins direkt hier vorne an der Kante, würde ich sagen, oder? Oder wobei baust du da? Ja, wie du natürlich magst, ne? Wie du natürlich magst. Aha. Kannst du machen. Na gut, also ich fange einfach mal an hier. Und zwar baue ich mir hier einfach erstmal so eine kleine Base. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Oh, das mache ich auf jeden Fall auch jetzt hier. So, man kann ich natürlich sag dir auch jetzt schon, löschen. Dass dein Boot 10-mal so schlecht wie mein Boot sein wird. Mein Boot wird 10-mal so schlecht wie dein Boot? Ja, ist so. Da kannst du sagen, was du willst, das ist halt einfach so. Okay, wenn du das so sagst. Okay. Ich muss nur kurz gucken, was ich brauche. So. Also, ich sag dir jetzt schon mal, du wirst auf jeden Fall verlieren, weil ich, was das angeht, einfach ein heftigeres Boot bauen werde. Das ist eine ganz simple Sache. Bro, pass auf. Was denn? Wir wissen beide, dass du keine Chance hast mit deinem Boot. Natürlich. Dein Boot wird nicht mal 1 Meter weit kommen. Dein Boot wird nicht mal 1000 Meter weit kommen. Ja, das ist ja, aber immerhin kommst du dann 999 Meter weit. Aber das war's dann auch schon wieder. Ja, und? So, es geht nämlich bei einem Boot, ja? Da kommt es nur drauf an, was für eine Form das Boot hat. Mm-hmm. Das ist nämlich das Wichtige. Und das weißt du nämlich halt leider einfach nicht. Natürlich weiß ich genau, was man da für eine Form haben muss. Aha, aber ein Boot, ich sag's jetzt schon mal, wird extrem gut werden, ne? Es wird extrem gut, sagst du? Ja. Also ich glaube dein Boot. Ich glaube, dein Boot sieht eher aus wie ein Brot. Nein. Doch. Nix da. Natürlich, du musst auch ein bisschen darauf aufpassen, wir haben nicht unendlich Geld, ne? Wir hatten ich weiß. Links siehst du nur so ein bisschen Geld. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man nicht zu viel ausgibt. Ja, kann auch mal passieren. Keine Sorge. Ja, also, okay, ich wollte ja nur nett sein und es mal sagen. Ich bin ja gerade schon so ein bisschen im Überlegen. Hier kommt noch ganz kurz. Ich würde eigentlich schon gerne mal ein bisschen so an. So, obwohl, warte mal, man muss natürlich auch noch. Hier, weil man kann auf jeden Fall echt sehr, sehr viel bauen. So, ich sag dir, man kann alles bauen. So, okay, sehr gut. Das sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. Dann machen wir doch als nächstes hier einfach mal, mach ich mal den hier. So, zack und zack. Okay, dann muss ich leider noch zwei Sachen löschen. Oh, Kasper, ich sag dir jetzt schon mal, du wirst auf jeden Fall verlieren, was das angeht. Aha. Ja. Also ich glaube, dass ich einfach original richtig, richtig Glück haben werde, weil mein Boot einfach 10-mal so gut sein wird wie deins. Niemals. Ich sag dir, dein Boot wird nicht mal schwimmen. Mein Boot wird nicht mal schwimmen, sagt er. Ja, wird's nicht. Aha. Wird's nicht. Natürlich. Nein, soll ich dir auch was sagen, wieso? Wieso? Weil du darfst natürlich nicht vergessen, du musst natürlich auch einen Motor platzieren, ne? Muss ich gar nicht. Musst du nicht? Achso, willst du also keinen Motor platzieren? Nein, muss man nicht. Natürlich. Natürlich nicht. Okay, ja, okay, wenn du das sagst, dann muss man das nicht. Aber wie? Sag mal. Geht das. So, das Ding ist, ich gucke gerade, ob man noch so ein Lenkrad oder sowas braucht, aber... Hier? Oh Gott, ja, das ist ja richtig, richtig gut. Anscheinend ja nicht, ne? Anscheinend ja nicht. Die dicken Motoren hier, ne? So, zack. Ja, ich habe auch dicke Motoren am Start. Okay, also das Ding ist... wichtig. Hier, das lösche ich nochmal. So, ich weiß zwar nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir sieht es sehr, sehr gut aus. Danke der Nachfrage. Aber ich bin auch gleich schon fertig. Ich auch. Also da können wir von mir aus auch schon anfangen. Warte mal, das hier, das drehe ich mir auch nochmal so. Das Ding ist mir auf jeden Fall echt genug Geld, muss ich sagen. So. Ja, das reicht noch, ne? Das reicht noch. Okay, ich wäre ready. Du wärst jetzt schon ready? Ja. Okay, warte mal. Das ist mein cooles Boot jetzt hier. Ganz kurz so. Okay, dann zeig mal her hier dein Boot. Also, das ist mein kleines... Hä? Was ist das denn? Wie, was das denn? Das ist ja ein Gammelboot. Nein, das ist hier... Das sieht aus wie ein Panzer oder sowas. Egal, guck dir mal dein Boot an, Alter. Dein Boot sieht cool aus. Was ist denn das für ein doves Boot? Ey, guck dir mal mein heftiges Boot an, Bro. Okay, pass auf. Das sieht mal so krass aus. Mal gucken, welches Boot besser ist. Setz dich rein. Ja, 3, 2, 1, boom. Wow. Wow. Ha, siehst du? Wer hat ein cooles Boot, hä? Ah. Oh nein. Wie schnell ist dein Boot? Ah. Oh. Ah. Oh mein Gott. Oh Aua. Mein Gott, wir kommen hier aber gut durch, ne? Oh, ich aber auch. Wir kommen hier gut durch. Nein. Kannst du dein Boot lenken? Ich habe zwei Motoren verloren. Kannst du dein Boot lenken? So. Wow, ich fahre direkt schon durch. Oh mein Gott. Ja, ich kann es ein bisschen lenken. Okay, man muss. Ja. Oh. Oh, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie weit kommen wir hier, frage ich. Welches Boot ist jetzt das Blödere, hä? Vielleicht hätte ich mir eher so ein kleines Speedboot bauen sollen wie oh du. Gott, aber ich oh Gott. Aber, oh ja. Meins kommt gut durch. Kannst du sagen, oh nein.
Oh, vorsichtig. Kannst du sagen, was du willst? Mein Ding. Oh, es ist schon ganz schön Schrott gegangen hier. Oh nein, ich habe auch zwei Motoren verloren. Nein. Ey, was? Ich bin gerade voll gegen den Stein gegengebrettert. Oh, und nächste durch hier. Also ich glaube, ich muss hier nochmal ein bisschen überarbeiten, Boxo. Oh Gott, mein Boot ist gerade schon klein geworden. Oh. Ey, wir verlieren jedes Mal, wenn wir irgendwo gegenkommen, verlieren wir ein Stück, ne? Ja, das ist Alter, mein Boot ist richtig, richtig klein schon geworden. Ist es? Oh ja, richtig, richtig klein. Ich glaube, der Geheimtrick ist es. Doof gelaufen. Ich hab eine neue Taktik. Hast du das, ja? Ja. Mann, da muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen drehen hier, mein Boot. Ich nehme hier original den Stein. Das Ding ist, ich kann jetzt mit meinem Boot so lang fahren, wie ich möchte. Nein, kannst du nicht, weil du jetzt gleich erstmal schön Stein mitnehmen wirst. Gar nicht. Alter, ich hab nur noch ein halbes Boot, ne? Das sind gleich nur noch schwebende Sitze. Dann fahr ich runter. Ja, das Ding ist, pass auf, ich komme auf jeden Fall echt schon gerade mega gut durch mit meinem Boot. Ich weiß nicht, wie ich eigentlich aussieht. Auch. Ich eigentlich auch. So. Oh Gott, wieder ein Teil verloren. Ich lieg aber ein bisschen zurück, ne, im Vergleich zu dir. Hier. Oh nein. Ich verstehe halt nicht, wie du das lenken kannst. Gab es irgendwie so ein Ruder oder so? Oder was passiert hier? Was war das gerade? Oh, hier nochmal. Gab es ein Ruder, was man nehmen musste? Nein, ich bin draufgegangen. Ja! Wichtig. So, was war das gerade? Ich hab voll viel Leben verloren. Richtig gut. Richtig, richtig gut hier, sag mal. Ich habe jetzt aber gerade heftige Sachen. Oh, was ist das denn jetzt hier? Ich sehe doch dein kaputtes Boot da hinten ein bisschen treiben, sag mal. Okay, ja, kein Problem. Ich werde jetzt hier ganz kurz ein schnelleres Boot bauen. Nein, ich bin auf dem Boot. Oh Gott, es ist nur noch ein Floß. Mhm. Lol, ich stehe auf dem Floß drauf. Tja, Oh nein. Kannst du mal sehen, Kaspar. Ich bin stuck. Oh nein. Los, treib los. Nein, ich gehe drauf. Ja, okay, komm, ich muss drauf gehen. Also das habe ich auch nicht geschafft. Aber immerhin bin ich weitergekommen als du, Brock, so. Immerhin. Ja und? Ich habe dafür, ordentlich was gebaut. Was hast du dafür? Du hast dafür einiges gebaut. Okay, also ich muss mein Boot auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Oh, ja, ich weiß auch gerade hier auf jeden Fall ein bisschen. Ich guck gerade mal, was man hier noch so macht. Aber das Ding ist, pass auf. Man kann auch noch so Metall nehmen und so, ne? Mhm, das sehe ich nämlich auch gerade. Deswegen lösche ich auch gerade schon ein paar Sachen. Ich lösche mein komplettes Boot. Ja, machst du ehrlich? Aber kann man das hier einfach einmal komplett löschen? Nee, dann mach ich das auch mal ganz kurz. Okay, einmal ganz kurz komplett entfernen. Hier, dann baue ich so jetzt. Weg. Ich werde jetzt so ein heftiges Boot bauen, du wirst sehen, Alter. Ich baue ein komplettes Metallboot. Du wirst sehen, wie heftig das ist. Aha. Also, ich sagte, dein Boot, das wird original auf 5 Metern schon untergehen. So, dann mache ich jetzt hier, pass auf. Hier noch ein bisschen. So, also. Bam. Ja, okay. Bam. Du nimmst als Bam. Oh, du arbeitest mit Titanium? Ja. Kannst mal sehen. Gar nicht schlecht, Du kannst mal sehen, ne? Und jetzt, pass auf, jetzt kommt das Heftige, was ich jetzt noch mache. Ja, zeig mal. Ah, gut, okay, das wird vielleicht doch nicht so gut klappen. Hier, sehr gut. Dann hier. So, also mein Boot wird dieses Mal so ein bisschen mehr so Speedboat-Richtung. Speedboat-Richtung? Ja, das wird gut. Ich rieche das hier. So, ich glaube, ich setze mal für 20 Diamanten einfach diesen Omega-Booster. Das hört sich gut an. Was für ein Omega-Boost? Es gibt so einen Omega-Booster, den du setzen. Hä, was? Hä? Ich habe kein Gold mehr? Das Gold ist weg, was? Ich habe schon alles ausgegeben, oder? So, ja, das ist natürlich doof gelaufen, ne? Oh nein, da muss ich hier noch ein paar Motoren. So, dann muss ich jetzt hier auf jeden Fall noch. Was ist das jetzt hier? Oh. So, das müsste jetzt reichen. Jetzt brauche ich eigentlich noch. Wie viel habe ich noch? Nur noch 15. Okay, auf, also. Was brauche ich eigentlich? Hier ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber mein Boot ist fertig. Ist schon wieder fertig, oder was? Guck doch mal. Zeig mal. Das heftige Boot an. Ui, was hast du da oben alles drauf? Du hast doch was gekauft für Robux. Ich hab mir nichts gekauft, die 1300 Gold. Du hast gekauft für Robux. Ich hab mir nichts gekauft, ich schwöre, hab ich nicht gemacht. Hast du echt nicht? Hab ich echt nicht gemacht. Okay, ich baue hier, ich verkleide. Du hast einfach mehr Titanium verwendet als ich. Du hast voll viel Titanium verwendet. Ja, hab ich auch. Ist ja, weißt du, damit das okay, auch aber bist du ready mit deinem Boot? Ja, ich platziere noch meinen Sitz hier und noch ein bisschen Verkleidung hier. Bada boom, bang, pow. So, ich wäre ready. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch ready. 3, 2, 1 und bam. Abflug! Hey! Ha? Hey! Ha? Wow! Hey! Alter! Ich bin draufgegangen, Mann! Weil du das schon gestartet hast, obwohl ich noch nicht mal saß. Was passiert? Kaspar! Hey, mein Boot ist... Nein, du musst jetzt raufgehen. Mein Boot ist weg. Bro, ich bin mitten in der Luft. Hä, wie? Du bist mitten in der Luft. Hä? Mann, du hast es viel zu früh gestartet, Broxo. Du hast gesagt, go. Mann, und jetzt, Mann. Ich bin draufgegangen. Ich bin am Ziel da. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ziel? Ey, das war ja...
treffen uns beim Spawn nochmal. Ja, 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 das war gerade ganz komisch. Das war gerade ganz komisch. Einfach, du weißt, da startet er einfach, obwohl ich nicht mehr auf dem Bock bin. Du warst schon drauf. Hey, oh Gott. Mein Boot ist komplett kaputt. Warum ist mein Auto kaputt? Hä, ich bin damit nicht mal gefahren und es ist so kaputt. Es ist kaputt bei mir. Ey, Mann. Und ich habe gar kein Gold mehr. Mann. Warum habe ich noch ein Gold? Ich hatte doch eben nicht ein Gold. Mein schönes Boot und mein Titanium-Booster ist auch kaputt. Also wirklich. Hä, warum ist dein Boot so kaputt? Ich muss jetzt wieder reparieren hier. So, ja, aber ich habe gar kein Gold, das zu reparieren. Hä, hey, mein Boot ist komplett kaputt irgendwie. Oh, wir müssen, glaube ich, ein finales Battle machen oder so. Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt kann ich mein Boot... Ja, Mann. Du musst, glaube ich, links, du musst, glaube ich, bei Load machen oder sowas. Ja, aber dann geht mein ganzes Geld weg und mein ganzes Boot ist halb kaputt. Hä, da ist ja mein Boot. Du fährst mit meinem Boot. Nein, nein, ich bin gerade draufgegangen. Okay, pass auf. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Ja. Ich muss Alter, ich habe hier so einen Stein. Ich muss dein Boot da neu bauen, weil es bei mir verbuggt. Das heißt hier... Ey, die Frage ist, wo ist mein Boot? Keine Ahnung. Mein Boot ist einfach weg. Mein Boot ist einfach weg, durchgezogen. Okay, aber egal, komm, Boxo. Ich würde sagen, komm, wir bauen jetzt hier was. Los. Ja, ich mache jetzt hier gerade ein heftiges Boot auf jeden Fall. Okay, und jetzt kommt auf jeden Fall nochmal hier ganz kurz, was ich hatte. Der Sitz nach vorne und dann so, auf jeden Fall nochmal Alter, Broxo, guck dir mein Boot an. Guck mal hier rüber. Warte. Wenn das mal kein Speedboot ist, weiß ich auch nicht. Das ist einfach aus Gold. Okay, das ist natürlich auch heftig, ja. Ne, aus Gold. Ja, ich sag's dir, das wird sehr, sehr heftig sein. Dann Omega-Booster. Oben drauf. Hab ich noch genug? Nee, ich hab nicht mehr genug Geld. Oh, muss normaler Booster. Nehmen. Hast du alles für Booster, sag mal? Alles. Hier vorne wieder? Nee, das Rocket. Kann weg. Hier, ich brauche irgendwie noch Geld. Das sind das genug? Ja, hier Motoren platziere ich noch welche. Und nochmal zwei Motoren. Ja. So, und nochmal zwei okay. Booster. Also ich wäre eigentlich ready, Broxo. Ich wäre jetzt auch ready. Okay, ich sitze jetzt. Ja, ich sitze und Abflug. Warte, ich kann nicht sitzen gerade. Sogar noch Steine da vorne. So, ich sitze. Alter, hast du dir alles raufgehauen? Okay, let's go. Okay, du musst Activate unten drücken, ne? Nee. Doch. Nein. Alter, ich kann mein Ding richtig gut lenken. Ey. Oh Gott. Jawohl. Oh nein, schon mal gar nicht so gut. Ich mache hier die Steine weg für dich, das ist nicht gut. Ja, das machst du sehr gut. Weg jetzt mit. Das machst du sehr gut, Kaspar. So, nächstes Grundstück. Also, ja. Ah. Oh, da bist du gegen gepäst, okay. Hast du hier schon so einen Boost aktiviert, sag mal? Oh. Noch nicht. Oh mein Gott. Alter, ich bin jetzt gerade voll gut mit meinem Boot. Ja, ich auch. Wenn man so ein bisschen aufs Gas drückt, dann geht's eigentlich, ne? Hier vorne wieder so ein bisschen. Ah. So. Ah. Oh, ob wir es jetzt diesmal zum Ziel schaffen, Broxo, das ist die Frage. Man muss halt nur langsam... Ah nein, das ist der Stein kaputt gegangen. Man muss sich langsam nach... Oh mein Gott. Ich nehme jeden Stein mit gerade. Oh nein, ich habe mich gedreht. Jawohl. Oh nein. Oh, die Steine sind aber echt spitz, ne? Oh mein Gott, meine Booster gehen alle kaputt hier. Kaputt. Mein Boot ist schon halb kaputt, Broxo. Ich bin jetzt überlegen, ob ich jetzt auf Boosten drücken soll. Du kommst nicht durch da bei dir, ne? Oh Gott, nein. Oh mein Boot wird immer kleiner. Ich muss boosten. Wow! Wo bist du? Oh mein Gott, ich fliege! Alter! Oh mein Gott, ich fliege sehr! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin am Ziel, guck mal! Warte, ich komm! Boosten! Alter, wo fliege ich hier hin, Broxo? Ich gehe einfach mal ans Gold! Ich flieg sonst wohin, Broxo. Ich bin einfach im Weltall oder so. Ich bin auch leider draufgegangen, Kaspar. Mann. Aber nice try. Aber ich habe 100 Gold bekommen. Ha. Ja, lief trotzdem gut. Gute war nicht schlecht. Das soll von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn es so ist, checkt die beiden Videos aus. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.